Hallo Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog aus dem Kofferraum. Wir fahren jetzt nach Hause. Er hat einen spaziert. Scheiße. Okay, nicht easy, aber. Ich denke, in so einer Minute kommt das nächste Update. Dann erzähle ich euch mal ein bisschen, was ich mir überlegt habe. Und dann sehen wir weiter. Genau, bis dann. Hey, meine lieben Yoshis, wir sind gerade losgefahren. Was passiert? Oh mein Gott. Schau mal in den Kofferraum. Oh mein Gott. Auch Manasse ist ein treuer Yoshi-Supporter. Yoshi kann so hauchen. Kurzes Update, die Hälfte des Weges ist geschafft, wir sind beim Ikea. Bis jetzt geht's mir gut, ich habe genug Luft bekommen. Der Kofferraum-Service ist leider zu wünschen übrig, leider gibt's hier kein Wasser. Auch kein Essen ist nicht Wasser, vorhanden. Ich weiß nicht, Wasser in dein Gesicht. Okay, hier wird gedroht, Wasser in mein Gesicht zu werfen, das ist jetzt auch gemein. Gerade die Betreuung in dem Taxi ist irgendwie nicht so nett. Die Fahrer sind ziemlich gemein, die bewerfen mich mit Warnwesten. Ich meine, theoretisch ist es eigentlich gut, weil es ist ja praktisch, weil wenn wir einen Unfall haben, habe ich sie direkt da. Eigentlich haben sie ja auch schlau mitgedacht, aber das Angebot auf eine Mülltüte würde ich ablehnen. Warum, wenn du kacken musst oder so? Oh ja, macht Sinn. Okay, fein, aufpassen. Jetzt kommt mit den Mülltüten, Achtung. Also ich habe jetzt einen ganzen Bündel Mülltüten. Das sind Mülltüten mit Tragegriffe. 50 Liter, 20 Stück. Ich glaube, eine reicht. Was? Warte kurz. Ich glaube, wir sind angekommen. Du hattest meine Führer. Meine lieben Yoshis, das war von meinem Vlog. Jetzt sind wir zu Hause angekommen. Viele Grüße und bis morgen.